Jo, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Milefadin. Heute zum Premier League Team of the Season. Meistens meine besten Puls, was alles passiert ist in der Zeit von Premier League Team of the Season. Alles drum und dran, genau. Dann im Hintergrund könnte ich schon mein aktuelles Team sehen mit zwei verdeckten Spielern. Die zwei verdeckten Spieler werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Die habe ich in der Zeit gezogen. Ein Spieler, der rund, ja, sagen wir mal so, zu dem Zeitpunkt 600k wert war. Der andere um die 400k ungefähr, 450k rund um den Dreh. Genau. Sorry für den verspäteten Upload. Ich hatte unter der Woche leider nicht so viel Zeit, das Video zu schneiden und die Audiospur aufzunehmen, weil Live-Commentary ging halt nicht anders. Weil so, währenddem ich die Packs sehe und so, benutze ich halt kein Headset. Ich spiele halt mit Boxen und so. Dabei Musik und so, das ist halt ein bisschen dann kompliziert, das dann die Audiospur währenddessen dann aufzunehmen. Deswegen wird es noch Commentary geben bei diesem Video. Genau. Beim Bundesliga-Tor soll es eigentlich wieder pünktlich werden, würde ich sagen. Sehen wir uns direkt bei den ersten Packs. Genau. Starten wir direkt mit dem ersten Hero-Pick rein von 2 von den 88 plus World Cup Fantasy und Trophy Titan Pick. Dieser Pick war jetzt nicht so krass. Also Ricardo Carvalho, Cole und Donovan kann man jetzt nicht sagen, dass das krass ist. Kann man zwar nicht viel erwarten von den Picks immer, aber ja, man hat immer die Hoffnung auf einen Ginola oder was weiß ich, irgendwie sowas. Genau. Im Endeffekt hatte ich Ricardo Carvalho genommen, weil er für mich am Spielbatzen war, ist sondern danach direkt in der SBC gelandet. Hier hatte ich eine kleine Hoffnung auf Lucio mit dem 92 Def-Wert. Cole hat jetzt auch keine strammen Werte, deswegen, ja, war für mich eigentlich die einzige Lösung, nur dass ich Ricardo Carvalho nehme. Direkt in den zweiten Pick. Dieser Pick sollte besser sein als der erste, und zwar um Meilen besser. Hier ist King, Solskjaer und Carroll drin. Das ist auf jeden Fall ein strammer Pick, würde ich sagen. Strammer Player Pick, das war direkt an dem Tag, wo das Tots rausgekommen ist. Da ist der Pick gedroppt oder halt das konnte man den Pick wiederholen. Im Endeffekt hat sich da Carroll genommen. King ist auch kein schlechter Pick. Mit seinen 92 Def und 83 Tempo hat es auch nicht gerade wenig gekostet. Ich glaube so um die 150, 200k. Und Carroll war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgeschaut hatte, bei, ich schätze mal so 600, 650, so ungefähr um den Dreh. Wie gesagt, hatte ich dann Carroll genommen. Für ihn habe ich mich entschieden. Hat gepasst. Dann direkt in die Packs rein. Hier ein kleines Silberpack, was mich sehr gewundert hat. Hier ein 85er Man of the Match Jansen gezogen. Wusste ich nicht, dass es überhaupt möglich ist. Und dahinter noch ein 84er. Also zwei Special-Karten in so einem 24er Upgrade von diesem Silberspieler, wo man da diese drei Silberspieler da abgibt in den Packs. Genau. Dann hier noch ein zweite Liga Tots Upgrade habe ich auch gemacht. Aus Fun einfach. Hier ein 91er Stürmer Schweden. Hat jetzt eigentlich nicht so schlechte Werte, sagen wir mal. Ist zwar direkt danach wieder in der SBC gelandet, wie man sieht, auch nicht sehr viel wert. Aber ja, nimmt man mit. 93 Pace ist nicht schlecht, 90 Dribbling, 93 Physis. Hat keine schlechten Werte, kann man halt nicht linken, aber so ist es halt mit zweiter englischer Liga. Dann auch direkt zum nächsten Upgrade. Das ist dann das Tots Upgrade von der Premier League. Hier direkt Norwegen, natürlich kein Haaland, wer hätte es gedacht? Ødegaard. Ja, natürlich sehr schlechte Stats, finde ich. Also, ja, die Stats sind echt ein bisschen reingeschissen von EA, finde ich. Natürlich 5 Sterne Skills ist sehr gut, finde ich, für mich. Also ich brauche viele 5 Sterne Skills im Team. 94 Passen, 91 Dribbling, 90 Pace. Ja, wäre spielbar. Ich glaube, der ist direkt danach auch wieder in SBC gelandet. Also, ja, war jetzt nicht so lohnenswert, die SBC abzuschließen. Aber muss man machen. Ja, bei den Packs kann man nicht viel erwarten eigentlich. Da kann immer englische Scheiße rauskommen, wie zum Beispiel hier in Ødegaard. Genau, und dann direkt zu meinen Division Rebels Awards. Die Foot Champions Awards habe ich direkt fürs Ende aufgehoben.
damit das Beste natürlich zum Schluss kommt. Das zeige ich euch jetzt mal hier uncut, die Division Rivals Rewards. Hier Division 4 habe ich die Untrades genommen, 255 KPX Untrade und 245 KPX Untrade. Keine schlechte Ausbeute, finde ich. Dafür, dass ich die 80er geholt habe hier oder was das sind. Ich glaube, das sind 8. Irgendwie sowas, genau. Ja, die gönnen eigentlich meistens immer die Untrades. Also es lohnt sich, finde ich, schon, die mal zu nehmen. Also anstatt die Trades halt direkt hier im Pack, im 45k-Pack im ersten, nicht mal eine Lampe. Das ist auf jeden Fall sehr Gönner-Modus von EA, muss ich ehrlich sagen. Und hier dann natürlich erstmal alles gecheckt, ob ich hier irgendwie Spieler tauschen kann, damit ich ein bisschen Coins zumindest raushol durch das Abstoßen. Und nicht hier mit 0 rausgehe. Dann direkt zum zweiten 45k-Pack. Hier zumindest die Lampe. Frankreich MS, es wird Nkunku. Kein schlechter Pull, würde ich sagen, aus einem 45k-Pack. Nehme ich auf jeden Fall mit, das ist gutes SBC-Futter. Ja, das kann ich mich nicht beschweren. Aus einem 45k-Pack ist es relativ stramm, würde ich sagen. Dann zum ersten 55k-Pack. Hier weiß ich, glaube ich, gerade, Salz halt nach Commentary, hier weiß ich gerade gar nicht, was drin ist. Hier Man of the Match von Champions League und es ist Barella. Ja, geht sogar klar. Wird wahrscheinlich auch wieder in der SBC landen, wie gefühlt jede Karte bei mir. Aber genau. Mal geschaut, was dahinter ist, aber natürlich nichts, auch wie im letzten Pack. Aber habe ich mitgenommen. Eine coole Special-Karte, eine neue, die man davon auch noch nicht gespielt hat, ist natürlich immer nicht schlecht. Werde ich eh nicht spielen, aber ja. Hauptsache, die Special Card sieht cool aus, kann man sich nicht beschweren. Das letzte 55k-Pack von den Division Rivals Awards, hier nicht mal eine Lampe. Das ist schon echt frech. Hier so einen komischen Man of the Match 79er. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Genau. Dann direkt zu den Food Champions Awards. Hier muss ich leider sagen, war ich ein bisschen abgefuckt, deswegen habe ich alles ein bisschen schnell geöffnet und so. Also, ja, die Weekend League hat mich echt gebrochen. Wieder nur nicht mal 11 Siege, glaube ich, habe ich geholt. Ich glaube, irgendwie 4, 5 Disconnects oder so. Also, das ist echt frech von EA. Bukayo Saka hier gehabt, der, ich glaube, 400k wert ist. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht im Endgame. Den habe ich auch rechts außen jetzt bei mir hingestellt. Der ist dann der nächste Spieler. Ja, der letzte Spieler sozusagen von den zwei, die ich abgedeckt hatte in meinem Team. Genau. Dann hier na, Walkout. Wie schaut's aus? Mondi. Ja, dahinter war jetzt nicht viel. Genau, was ich noch sagen wollte, es gab ein Spiel sogar, wo ich gewonnen habe, es danach einfach nicht geladen hat. Es hat die ganze Zeit geladen, geladen und ist nicht weit gegangen, das Spiel. Und dann, ja, bin ich dann, habe ich die Anwendung geschlossen, hab einfach so Anwendung geschlossen sozusagen, bin ich wieder reingegangen, hat das losgezählt, also weil es nicht die beste Weekend League, würde ich sagen, vom Spaßfaktor her, aber ja. So, jetzt seht ihr direkt mein komplettes Team, aufgedeckt alles, es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, hat zwar noch natürlich Ausbauspotenzial, auch Ausbaupotenzial, sagen wir so. Fabian würde ich gerne noch ein bisschen verbessern. Klaus ist langsam schon ein bisschen washed. Also jetzt mit den Gegnern, die jetzt mittlerweile, mit den Karten, die es jetzt mittlerweile gibt. Sieht schon langsam ein bisschen schwach. Ja, ich überlege vielleicht Carlos Alberto auf rechts zu stellen und Ferdinand wieder reinzutun, weil Ferdinand ist natürlich eine Waffe, weil der ist einfach stramm. Auch wenn es nur die Baby-Icon ist, ist trotzdem so, dass er einfach krass ist, finde ich. Also, bei mir ist er auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Würde ich sagen, war es eigentlich schon vom Video. Sorry nochmal, dass es so ein bisschen verspätet gekommen ist. Ich versuche zum Bundesliga-Tor wieder einigermaßen hinzukriegen, dass es Donnerstagabend kommt. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Aber es müsste eigentlich schon sein, weil Donnerstag ist der Feiertag. Deswegen müsste ich schon, glaube ich, hinkriegen. Also könnt ihr euch auf Donnerstag freuen, auf das Bundesliga Best of Tots, was ich gezogen habe.
Genau, würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video, mit dem Premier League Best of. Würde ich sagen, war keine schlechte Ausbeute. Passt schon, nicht schlecht. Ich sage, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.